Wir sind hier heute auf dem Weltkindertagsfest und das steht unter dem Motto: Wir Kinder haben Rechte. Und deswegen ist es besonders gut, dass wir heute hier sind, denn hier dürfen wir eine Expertin treffen, die als Bundesjustizministerin ganz genau weiß, wie wichtig es ist, dass Kinder Rechte haben. Okay, dann los geht's. Frau Christine Lamprecht, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns zu reden. Dankeschön, es ist mir ein Fest. Warum ist es überhaupt so wichtig für Kinder, ihre eigenen Rechte zu haben? Naja, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern die haben ihre eigenen Anliegen. Da geht es darum, dass sie viel mehr Schutz brauchen als Erwachsene, dass sie ein Recht auf Bildung haben und auch brauchen, dass sie von der Gesellschaft eben in ihrer Besonderheit berücksichtigt werden müssen. Und dafür braucht es dann auch besondere Rechte. Und die kommen dann ins Grundgesetz, damit die auch geachtet werden? Daran arbeiten wir momentan in der Politik, was heißt momentan, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber ich bin jetzt ziemlich optimistisch, dass wir da auf der Zielgeraden sind, weil damit könnten wir dann Kinderrechte in vielen Bereichen verbindlicher festschreiben. Das heißt, Entscheider, ein Richter oder eine Richterin zum Beispiel, müssten sich dann noch viel mehr daran halten. Und das wäre sehr, sehr wichtig. Wo sind denn die Rechte von Kindern festgeschrieben? Da gibt es ganz unterschiedliche rechtliche Regelungen. Wir haben die UN-Kinderrechtskonvention, wir haben im Grundgesetz natürlich auch Rechte, aber die sind noch nicht so formuliert, dass man das auch auf die Kinder in ihrer Besonderheit immer einordnen kann. Natürlich habt ihr auch alle eine Meinungsfreiheit, ist doch klar. Wir haben sie aber auch in anderen Gesetzen, zum Beispiel im Familienrecht gibt es den Begriff des Kindeswohls. Das heißt, bei allen Entscheidungen, die da getroffen werden, soll man immer im Blick haben, nicht was die Eltern sich wünschen, sondern entspricht das dann auch, darauf kommt es ja an, bei einer Trennung zum Beispiel, auch dem Kindeswohl. Also in ganz vielen Bereichen schon, aber was fehlt ist auf so einer oberen Ebene im Grundgesetz, in der Verfassung, so ein Grundsatz, der sagt, Kinder haben eigene Rechte. Ja. Gibt es eigentlich auch schon das Kinderrecht, auf die, dass wir den Einblick in die digitale Welt nehmen können? Das hat das Bundesverfassungsgericht, das ist unser höchstes Recht, unser höchstes Gericht, das sich auch das Recht rausnimmt, aus bestimmten Entwicklungen in unserem Land dann so Grundsätze zu entwickeln. Das hat das entwickelt, das ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das sagt eben jeder von uns, du, ich, Tosca, alle, wir haben das Recht, über unsere Daten zu bestimmen. Und das Internet ist ja auch gerne mal, sage ich mal, ein wenig ein rechtsfreier Raum. Also ist zumindest meine Erfahrung, welche Spielregeln der Demokratie gelten denn überhaupt im Internet? Ja, es ist sehr schlimm, dass du diese Erfahrung gemacht hast, weil das ist natürlich nicht so, oder beziehungsweise es dürfte nicht sein. Genau, es dürfte eigentlich nicht sein. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es gelten die gleichen Regeln wie in der analogen Welt. Und wenn ich dort beleidigt werde, wenn ich dort bedroht werde, dann ist das genauso einzuordnen, als ob wir beide das hier jetzt auf dem Potsdamer Platz machen. Genau die gleichen Regeln gelten im Internet. Nicht alle haben das schon verinnerlicht, aber es ist so wichtig, da hart dagegen auch vorzugehen. Haben Sie denn einen Tipp, wie wir mitbestimmen können? Einbringen. Immer, immer das sagen, was man denkt, immer das sagen, was man erwartet. Aufstehen, da sein, ich glaube, das ist immer der richtige Weg. Das ist unser Scroller-Magazin. Genau. Kann man natürlich jedem noch mal ans Herz legen, wenn man sich auch mit Digitalität beschäftigen will. Ich sage ganz herzlichen Dank an unsere Bundesjustizministerin Christine Lamprecht. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne wieder. Ich danke euch, hat es richtig Spaß gemacht und gemeinsam kriegen wir auch eine ganze Menge umgesetzt. Vielen Dank. Das war mal ein Schlusswort. Ich danke dir und ich danke dir. Dankeschön. Oh.